bin nur Teilzeitrebellin. Ich bin Teilzeitrebellin. Ich bin Teilzeitrebellin. Ich bin nur Teilzeitrebellin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Turid Müller und besser, ich sage es gleich, dann ist das vom Tisch. Ich bin nicht lustig. Ich bin Psychologin. Ja. Ich kenne die drei typischen Reaktionen. Alles Streber. Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Psychologen haben selbst den größten Knall. Bringen wir es hinter uns, indem ich diese drei Fragen rasch für Sie beantworte. Ja. Nein. Kein Kommentar. Es hat sich so eingeschlichen, am Anfang war es nur hier und da. Wochen, die wie Sekunden verstrichen, Routine ich mich versah. Ich war auf Jagd nach diesem Kick, nach Stolz und Lob in jedem Blick. Ehrgeiz machte mich zum Star, ein Stern, dem langsam alles Schnuppe war. Mein Chef hat gesagt, hab dich nicht so, du willst es doch auch. Und ich hab nicht geklagt, klar war sowieso, dass man nicht lange nach einem anderen dummen Suchen braucht. Man hat mir Aussicht in Aussicht gestellt, man winkte mir mit dem ganz großen Geld. Ich zähl nicht mehr mit, wie lang's schon so geht. Ich bin verfügbar von früh bis spät. Ich mach es professionell, ökonomisch und schnell. Und es lohnt sich auch finanziell, das Überstundenhotel. Das Überstundenhotel. Ich liebe es, ja zu sagen. Ich weiß, wie man sich präsentiert. Kunden sind auf Händen zu tragen, sonst wirst du einfach abserviert. Hier wird kein Auge zugemacht. Hier ist man willig Tag und Nacht. 25 Stunden Schicht. Ein ungezwungenes Lächeln im Gesicht. Wenn ich dafür lebe, geht besser gleich, man ist motiviert. Wer nicht genug gibt, ist einfach zu weich. Und dreimal darfst du raten, was im Alter passiert. Zum Glück gibt's da ja manche Medizin, um diesem Laden hier mal kurz zu entfliehen. Verlobt mit dem Job, für Muße kaum Zeit. Am nächsten Tag stehst du wieder bereit. Ich mach es professionell, ökonomisch und schnell. Und es lohnt sich auch finanziell, das Überstundenhotel. Das Überstundenhotel. Ich hab mir heute vorgenommen, ich packe ein. Plötzlich hat mein Ohr vernommen. Hallo, Frau Müller, könnten Sie heute vielleicht etwas länger bleiben? Sag ich jetzt nein? Nein. Nein. Ich mache es professionell, ökonomisch und schnell. Und es lohnt sich auch finanziell, das Überstundenhotel. Das Überstundenhotel. Www.
Überstunden-Hotel, jetzt auch als Homeoffice und virtuell. Die Hölle. Die Hölle, das ist der Mensch. Neulich zum Beispiel habe ich einen Mann kennengelernt, nicht was Sie jetzt denken, verheiratet. Glücklich verheiratet. Ja. Beides Ärzte, auch noch im selben Krankenhaus. Ich habe ihn gefragt, was ist das Geheimnis Ihrer Ehe? Und er? Schichtdienst. Die Insel ist von Licht geflutet, als ein Schiff weit draußen tutet. Franziska reicht das schon als Grund. Sie knipst sich prompt die Finger wund. Roter Ball auf rosa Watte, jetzt ganz anders, als sie's hatte. Finger, Knopf und Speicher glühen. Und auch der genervte Gatte. Die Dämmerung ist abgeschlossen, knapp 1000 Fotos sind geschossen. Gatte Konrad drängt zu gehen. Sie hat anderes beschlossen. Die ersten Sternlein steigen sacht ans blaue Firmament. Franziska wechselt Batterien. Er liegt im Dünensand und pennt. Am Himmel steht der große Wagen. Ihm steht es längst bis hier. Er rafft sich auf, da steht sie da. Er lächelt in die Kamera. Konrad Schmidt weist Richtung Kiel. Sie kriecht verzückt zum Zaun, das Schattenspiel des Sternenlichts auf Kreidefels zu schauen. Zwar warnt den Wanderer dort ein Schild, doch schließlich geht es um ein Bild. Sie beugt sich vor zum steilen Rand. Ein Zweig, den sie zum Halten fand, der stöhnt in ihrer breiten Hand und biegt sich tief gen Küste. Gleich hat sie ihn, den besten Blick. Da macht es plötzlich Knack und Klick. Ihr letztes Bild. Und sie wirkt dick. Sie schaut, als ob sie's wüsste. Inselstrand im Morgenlicht. Heute knipst Franziska nicht. In der Brandung stehen zwei Schuhe. Konrad Schmidt hat endlich Ruhe. Eines meiner Lieblingszitate hat in letzter Zeit tragische internationale Gültigkeit erlangt. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allen Dingen ein Schaf sein. Heidi Klum. Albert Einstein. Knapp. Ja. Aber man kann sich auch eine andere Autorschaft vorstellen, wenn man an die Brennpunkte des Weltgeschehens denkt. USA, Türkei, Sachsen. Uns geht's nicht gut, man bleibt nicht ungeschoren. Man zieht uns hier das Fell über die Ohren. Auf uns wird gehetzt, sobald einer muckt. Der Schäfer frisst Kreide und lügt wie gedruckt. Noch stehen wir belämmert und beißen ins Gras.
Doch bald merkt das Großmaul, hier endet der Spaß. Man wählt sich seit Jahren vergeblich nen Wolf. Wir leben im Dreck und der Schäfer spielt Golf. Doch der wird sein blaues Wunder erleben, wenn wir jetzt als Herde die Stimme erheben. Wir wählen den Wolf, denn der ist für uns da. Wir wählen den Wolf, hurra, hurra, dann zeigen wir's dem Schäfer, na, 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 na. Wir wählen den Wolf, hurra, hurra. Wollen Fremde rein, kriegen wir uns in die Wolle. Die schwarzen Schafe werden frecher und kühner. Klar, diesseits des Zauns ist das Gras immer grüner. Wer hier seine Schäfchen ins Trockene bringt, wird schleunigst von wütenden Horden umringt. Man wählt sich seit Jahren vergeblich nen Wolf. Doch vor diesem Pack schützt kein Zaun und kein Golf. Doch die sollen ihr blaues Wunder erleben, wenn wir jetzt als Herde die Stimme erheben. Wir wählen den Wolf, denn der ist für uns da. Wir wählen den Wolf, hurra, hurra, dann zeigen wir's dem Schäfer, na, 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 na. Wir wählen den Wolf, hurra, hurra. Mäh, 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 bäh, 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 jetzt zeigen wir's dem Schäfer, tä-tä-tä-tä. Gib mir ein Mö. Gib mir ein Mö. 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 Gehören Sie noch zu der Generation, die eine Rente bekommt? Tja, da sind Sie in guter Gesellschaft. Er hier zum Beispiel, er ist ja Künstler. Ne? Bei denen heißt es ja schon ganz anders. Bei denen heißt es ja nicht Rente, sondern Sozialhilfe. Aber Schwamm drüber, kommen wir zurück zu Ihnen. Wie ist es? Ja doch, wenn ich einen Blick ins Publikum werfe, würde ich sagen, das Thema Alter kommt schon für den einen oder anderen durchaus in Frage. Ja, wie ist es denn? Haben Sie sich schon mit dem Thema Vorsorge auseinandergesetzt? Ja, ich merke, das tut mir auch leid, ich merke, das ist so ein bisschen ein Stimmungskiller. Aber spüren Sie da mal hin. Spüren Sie da mal hin. Du gehst im Schlafanzug spazieren, mitten in der Nacht. Du hast dem Wettermann im Ersten eine Zeitung mitgebracht.
Du kämmst die Haare mit der Bürste, die du im Schuhputzkasten fandst. Und manchmal kommst du erst zur Ruhe, wenn du im Hausflur mit mir tanzt. Die Wirklichkeit ist nur ein Wort. Und keins, das dich noch hält. Und darum mache ich mich auf zu dir in deine Welt, zu dir in deine Welt. Du isst ein Frühstück mit der Mama, die ist schon lange tot. Du fragst entgeistert, was das sei, und zeigst aufs Butterbrot. Du irrst weinend durch die Küche, sagst mir, bringen Sie mich nach Haus. Und manchmal gehen uns allen beiden Worte dafür aus. Die Wirklichkeit ist nur ein Wort. Und keins, das dich noch hält. Und darum mache ich mich auf zu dir in deine Welt, zu dir in deine Welt. Ich find dich auf der Allee, barfuß im Schnee. Du streichst mir übers Haar, fängst die Flocken mit dem Mund und wisperst wunderbar. Die Wirklichkeit ist nur ein Wort. Keins, das dich noch hält. Und darum mache ich mich auf zu dir in deine Welt. Zu dir in deine Welt. Meine Damen und Herren, ob es wirklich eine Welt gibt, wo wir auf Augenhöhe leben, oder liegt's in der Natur, dass wir nach Macht und Status streben? Siegt bei der Idee Europa wirklich Freundschaft zwischen Staaten oder Gurkenkrümmungswahnsinn unser Brüsseler Bürokraten, wie das Kapital entmachten, weil die breite Masse leidet, bevor die Schere, die sich bildet, uns und unser Band zerschneidet. Ob ein Grundeinkommen wirklich zu mehr Chancengleichheit führte oder nur zu Anarchie, weil niemand einen Finger rührte. Lässt sich wirklich was verändern und bewegen und gestalten? Oder müssen wir erdulden, dass die da oben uns verwalten? Ich weiß auch nicht, wie wir leben, ohne Kriege anzufangen, wie wir mit denen Frieden finden, die wir als Wirtschaftsmacht bezwangen, wie das Hamsterrad verlassen, wie ans große Ganze denken, wenn wir uns für ein paar Mäuse 40 Stunden lang verrenken, wie wir unsere Freiheit stützen, ohne sie kaputt zu machen, wie wir uns vor Terror schützen, ohne Terror zu entfachen. Wie wir als Gesellschaft wachsen, an der Vielfalt, die wir leben. Wie begrüßen, was so fremd scheint, ohne Werte aufzugeben. Ob wir frei sind, zu entscheiden, ob die Umstände uns zwingen. Ich weiß auch nicht, ob die Lieder was bewirken, die wir singen. Ich weiß es doch auch nicht. Nur das kann doch kein Grund sein, es nicht zu riskieren.